Mode Steampunk erzählt. Und zwar ist es im Steampunk so, dass die Sachen zu einem großen Teil oder vollständig handgemacht sind und dadurch sehr individuell und wahnsinnig vielseitig. Ich werde nicht schaffen, Ihnen alles zu zeigen, nicht mal einen Großteil. Alles, was ich kann, ist einen kurzen Überblick über Möglichkeiten zu geben. Die Ursprünge der Mode im Steampunk liegen in der Gründerzeit oder im englischsprachigen Raum in der viktorianischen Ära. Die ist ein bisschen weiter gefasst als der Zeitraum, den Sie dort oben sehen. Zuerst möchte ich Ihnen etwas über die Geschichte erzählen. Insgesamt verringerte sich zu dieser Zeit der modische Aufwand. Die Mode wechselte sehr schnell und sehr willkürlich. Die Krinoline wurde von der Tournure entsetzt. Das bedeutet, dass der Rock nicht mehr rundherum ging, sondern nur noch hinten, so wie bei mir, den Po betonte. Es gab zu dieser Zeit weite Röcke und schmale Röcke. Es gab hohe Frisuren und niedrige Frisuren, große Hüte und kleine Hüte. Und um 1880 kam es zu einer kurzen Tournurenpause. Die kehrte 1983 als zweite Tournure zurück. Und um 1880 verschwand der Reifrock komplett aus der Mode. Und die einzigen Reifröcke, die wir jetzt noch kennen, werden unter Brautkleidern getragen. Das ist das Ende der viktorianischen Ära. Hier sehen Sie eine komplette Änderung der Linie. Und die Kleider sind sehr eng anliegend und sehr schmal, von Hals bis Fuß. Und wie Ihnen aufgefallen sein könnte, sind die Herren hier hinten sehr klein gehalten. Das liegt hauptsächlich daran, dass sich die Herrenmode im Gegensatz zu der Damenmode fast gar nicht änderte. Die Herren sind sehr beständig in ihrer Kleidung. Vielen Dank an mein Model. Das ist das Modell, was ich Ihnen gerade vorgestellt habe, in einer wunderschönen getragenen Version. Zurück zu den Herren. Die Herren sind im Hintergrund eher schlicht. Die Mode sollte funktional sein. Sie sollte nicht behindern. Die komplizierten Halsbinden, die zuvor getragen wurden, kamen aus der Mode. Sie wurden komplett weggelassen und durch Krawatten ersetzt. Die Herren haben sehr gerne Oberteile getragen mit farblich unterschiedlichen, also nicht passenden Hosen. Und dazu gab es immer Bärte, sehr nüchterne Frisuren. Und damit war der Mann eigentlich auch schon angekleidet. Hier sehen Sie Variationen dieser Kleider, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Ganz klassisch Turnierkleider mit Korsett und ohne Korsett oder so wie ich das gerade trage. Zum Korsett möchte ich Ihnen gerne erzählen. Eigentlich wird das nicht obendrauf getragen. Korsett ist Unterwäsche und es war eigentlich sehr anstößig, wenn man es sehen konnte. Mittlerweile ist es aber so, dass seit ungefähr 1990 das Korsett wieder salonfähig wird. Es wird... Genau, Madonna war's.
Es wird vorwiegend oben drüber getragen. Es ist einfach ein Accessoire. Mittlerweile gehört es als Modedetail zu einer Kleidung, zu einem Outfit dazu. Auch die Herren haben etwas zum Anziehen. Aber auch hier ist die Mode immer noch deutlich nicht so extravagant wie die Damenmode. Die Kleider sind weiterhin schlicht und die Farben eher dunkel, blau, grau, braun, schwarz. Das, was Sie übrigens dort sehen, ist ein Norfolk. So wird diese Jacke genannt. Sie ist benannt nach einem Herrn oder nach seinem Land. Er hat diese Jacke eingeführt, weil er sie wahnsinnig gerne zu sportlichen Aktivitäten getragen hat. Und sie hat halt eingeschlagen. Die Herren mochten dieses Outfit sehr gerne. So, jetzt kommen wir zu einer großen, sehr beliebten Sparte des Steampunk. Das Expeditionsoutfit. Für die dschungelerkundenden Insektenforscher, für die Safari nach Afrika oder die Suche nach Atlantis muss man auch passend gekleidet sein. Häufig gehören zu diesen Outfits auch Expeditionsgegenstände, wie Sie hier sehen können. Netze, Taschen, als Details, die das Outfit vervollständigen. Zu den Goggles hat die Clara ja vorhin schon etwas erzählt. Die gehören dazu, die muss man mitbringen. Auch diesen Satz haben Sie heute schon gehört. Steampunk is what happens when goths discover brown. Zu dem Thema möchte ich Ihnen gerne erzählen. Es gibt einen Steampunk-Autor, G.D. Ferguson. Er hat im Jahre 2008 die 6 Regeln der Steampunk-Fashion verfasst. Meine Lieblingsregel ist die Regel Nummer 2. Im Zweifel kleide dich viktorianisch und ergänze. Eine sehr gute Regel, auch für Anfänger. Falsche Richtung. Regel Nummer 4 ist sehr lang. Ich habe sie kurz gefasst. Es gibt keine Steampunk-Farbe. Absolut jede Farbe kann Steampunk sein. Hier sehen Sie Möglichkeiten ohne Braun. Oh nein! Im Großen und Ganzen ist es so. Die Mode soll die Sinne erfreuen, den Träger unterhalten und den Beobachter fesseln. Und es gibt nichts, was nicht genug Steampunk ist. Wie zum Beispiel das hier. Es gibt Möglichkeiten, Steampunk für sich so zu gestalten, wie man das möchte. Steampunk ist vielfältig, das habe ich am Anfang schon gesagt, und für jeden ist etwas dabei. Jeder kann für sich etwas finden, indem er sich wohlfühlt, das er gerne trägt und das für ihn Steampunk ausdrückt. Steampunks sind Zeitreisende. Zeitreisende müssen sich in der Zeit bewegen können, ohne aufzufallen. Hier sehen Sie eine Möglichkeit, Steampunk in andere Epochen zu transportieren. Als Beispiel habe ich Ihnen Rokoko gewählt. Natürlich ist jede andere Epoche auch möglich. Bis jetzt habe ich Ihnen immer nur schöne Sachen gezeigt. Steampunk geht aber auch dreckig. Für alle, die nicht immer nur in schönen Kleidern und dekoriert rumlaufen wollen oder die einfach mal durch den Dreck rauchen müssen oder hart arbeiten.
Hier ist etwas anderes, was ich Ihnen zeigen möchte. Wieder zum Thema Vielfalt. Es gibt auch die Möglichkeit, Steampunk in andere, Universen zu transportieren. Einmal aus dem Kino, Steampunk Star Wars, oder aus der Literatur, Steampunk Alice. Auch da gibt es bestimmt Möglichkeiten für jeden Einzelnen, etwas für sich zu finden, mit dem man arbeiten kann. Und weil wir gerade bei Uniformen sind, komme ich zu einem ganz, ganz großen Thema, was viele Steampunks sehr, sehr gern haben, die Uniform. Es gibt diesen Satz, jeder sieht gut aus in einer Uniform. Das stimmt. Das hier ist die berittene Leibwache des indischen Präsidenten. Die ist im Dienst seit 1773, war vorher die Leibwache des Gouverneurs von Indien. Und mein Lebensgefährte hat sich eine Adaption dieser Uniform gewünscht. Im Steampunk sieht das so aus. Auch Damen sehen in Uniform gut aus. Ich möchte Ihnen hier Prinzessin Victoria Luise zeigen. Das ist diese junge Dame. Sie hat von kurz nach ihrem 18. Geburtstag von ihrem Vater das Leibhusarenregiment Nummer 2 bekommen. Es gehörte vorher ihrer Großmutter, der Kaiserin Victoria. Und zu der Zeit war es absolut in Mode, dass die Dame, angelehnt an die Uniform des Herren, auch Uniform trug. Und ich habe eine sehr, sehr liebe Freundin, die eine wundervolle Version der Husarenuniform gemacht hat, die ich Ihnen zeigen möchte. Das ist Fox Glow und so sehen Damen in Uniform aus. Zum Schluss möchte ich noch auf ein weiteres Thema kommen, und zwar Accessoires. Accessoires sind in der Mode extrem wichtig. Handschuhe, Hüte, Handtaschen, Schmuck. Schmuck ist besonders für Damen wichtig. Ich möchte Ihnen vorstellen Doriel Design. Sie ist heute bei uns. Und sie fertigt wundervolle Schmuckstücke für Hals, Kopf und zum an die Kleidung stecken. Die Doriel ist da hinten. Bitte besuchen Sie sie. Hier noch ein paar Kleinigkeiten. Eine zweite wundervolle und sehr kreative Dame ist die Katja. Das ist Katja. Oder die Dame, die da hinten winkt. Die Katja fertigt Hütchen, die das Herz einer jeden Dame gewinnen. Aber auch andere Kleinigkeiten und wundervolle Headpieces. Und dann möchte ich Ihnen noch eine Dame vorstellen, die leider heute nicht dabei sein kann. Aber auch sie fertigt ganz, ganz, ganz liebevoll wundervolle Sachen, Kleidungsstücke, Schmuckstücke und ein weiteres Stück, das im Steampunk sehr häufig vorkommt, das Schiffchen. Ich möchte mich noch einmal bei allen bedanken, deren Fotos ich benutzen durfte und bei den Modellen und habe mir überlegt, dass wir noch ein paar Minuten lang Zeit haben und Sie mich gerne fragen können zum Thema Mode.